Hallo alle zusammen zu meinem Let's Play Crusader Kings zusammen mit meinem lieben Freund Schweiger. Sag hallo Schweiger. Hallo Schweiger. Sehr gut machst du das. Das nächste Mal sagen wir hallo Odo vielleicht. Naja, wurscht. Auf jeden Fall willkommen allesamt im Abbasidenreich. Wir sind im Krieg, nicht wahr? Bist du eigentlich im Norden auch noch im Krieg? Sicher in irgendeinem, aber keinen, der mich momentan gerade groß interessiert. Okay, stimmt. Ich habe letztens meine Truppen ausgehoben, einfach um den Krieg da unten im Süden von mir etwas zu beschleunigen. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass sie den Krieg gewinnen werden und mit zusätzlichen 1400 Mann, die ich halt beisteuern kann, ist es möglicherweise schneller möglich. Und mein, und da jetzt das, was ich mir erinnern wollte, mein Anführer geht gerade mit einer Armee in der Stärke von etwa 3000 Mann auf eine Armee zu von etwa 2100 Mann. Und ich bin mit meiner 1400er Mann Stärke auch gleich daneben. Und ich glaube, ich werde auch nach Al-Ula gehen, um dort meinen Emir zu unterstützen im Kampf. Aber ich möchte nicht als Erster dort sein, um ehrlich zu sein, weil ich habe echt keine der Lust, Erste dass verliert die meine. meisten Truppen. Ja, genau. Und nichts für ungut, aber meine Leute möchte ich schon länger am Leben halten. Außerdem bin ich drauf gekommen, ich muss eine Ambition picken. Ich kann mich wieder erinnern, ganz am Ende habe ich noch meinen neunten und zehnten Sohn bekommen. Also mein neuntes und zehntes Kind bekommen. Zwei Söhne. Und zwar Zwillinge. Zwillinge, ja. Ja. Das heißt, ich habe tatsächlich 10 Kinder noch gekriegt. Mein ältester Sohn ist 30 und meine zwei jüngsten sind 0. Oder halt, nein, Blödsinn, nicht Arrange Marriage. Ich will eine Ambition. Und genau das werde ich jetzt noch machen, bevor wir das Spiel starten. Become known for virtue, das werde ich wohl nicht mehr schaffen in meinem Alter. Improve Stewardship von 2 weg, naja. Convert the Province, das wäre eine coole Sache. Ich glaube, ich werde irgendwas Seltsames probieren, was man sonst nie macht. Change a Province Culture. Wer macht das von den Beratern, weißt du das? Nein. Has more children than 15. Ich glaube nicht, dass das der Berater macht. Nicht es gibt ein Event, sicher. Es gibt ein aber ich weiß nicht, Event, woran das der man. geknüpft ist. Ja, warte mal. Ich schau mal. Also die Religion Converted macht der Imam, wenn du den reinstellst und proselytizen tust. Ja, das ist mir bewusst. Ich unterbreche dich ganz kurz in deinem Gedankengang. Tu das. Mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich machen wollte. Eine Tochter von mir ist volljährig geworden. Eine sehr begabte Tochter. Die ich unwichtig in der Spionage ausgebildet habe und nicht in der Diplomatie. Jetzt ist sie ein Illusive Shadow mit State Intrigue 20 geworden. Und ich gehe davon aus, dass sie die Ambition kriegen wird, mein Spy Master zu werden. Auf das warte ich noch. Sobald sie diese Ambition hat, mache ich sie zu meinem Spy Master, weil dann kriegt sie nochmal plus ein State Intrigue dazu. Das ist zumindest der Plan. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass ich das vorhatte. Gut. So viel dazu, nur dieser Einwurf. Jetzt kannst du wieder mit deinen Ramblings fortfahren. Mit meinen Ramblings? Was redest du da? Pledge Peace to my vessels? Was macht das? 15 Jahre No Offensive vorführen? Na klar. Vergiss es. Win a Holy War? Win a War? Das könnte ich nehmen. Zählt der Krieg, den wir jetzt gerade führen? Glaubst du? Tschuh, probier's aus, aber ich bezweifle es mal stark. Ich fürchte auch. Ich würde ganz generell jetzt auf der Metaebene gesprochen, ich will nicht zu sehr auf Kalkulieren spielen. Ganz an. Es macht auch mehr Spaß. Ja, du hast als wenn wir einfach nur Hauruck und irgendwas drauf losspielen. Ich werde einfach Change Provinces Culture. Immerhin bin ich Parse und das wäre irgendwie schon cool, wenn ich. Du bist der Perser? Ja, ich bin Perser. Du bist in Arabien und bist Perser. Ja. Und die Araber haben gerade das erfolgreichste Eroberung und die erfolgreichsten beiden Eroberungsjahrhunderte von irgendeinem Volk jemals auf der Welt hinter sich. Das ist eigentlich eine Schweinerei.
Ja, du brauchst was reden, du bist Kurde. Ja, ich wurde erobert, ich wehre mich. Wo wehrst du Ich werde dich? sicher kämpfen. Ach so, ja, Ich versuche stimmt. zu. Ja, na gut. Was soll ich sagen? Ich meine, mein Emir ist auch Araber. Oder? Was So, ich meinst du? außerdem, während du so weit bist, zähle ich jetzt, wie viele Erstfrauen mein Emir schon. Ja, nein, ich bin's, wir können weitermachen. Er ist Khorasani? Nein, er ist auch Iraner. Erst 7, das ist gar nicht so viel. Was hast du gerade gesagt? Er hat erst 7 Frauen. Seine siebte und letzte ist gerade im Knast. Dein. Übrigens, die Kriege im Norden sind alle erfolglos abgeschlossen. Ja. Also der einzige Krieg, in den ich momentan involviert bin, ist in diese syrische Revolte. Ah, Und zwar okay. nicht im Jahr 2017, sondern im Jahr 1894. Ja. Schauen wir mal, was mit der passiert. Bis jetzt schaut es ja nicht so aus, als würden wir die schlagen. Gut. Dann setze ich das Spiel fort. Ja, setzen wir fort. Aber die syrische Revolte kämpft auch gegen Haik irgendwie. Weil diese zwei nördlichen Provinzen von der syrischen Revolte wird von Haik belagert. Ist dir das Aha. aufgefallen? Nein, das Ja, ist. sage ich dir jetzt. Ja, es sollte mich eigentlich interessieren. Ich will nicht, dass Haik sich noch weiter ausbreitet. Schaut nämlich irgendwie fast so aus. Ich meine, die müssten irgendeinen zweiten Krieg also auch noch führen. Na, die führen sogar drei Kriege, die syrische Revolte gegen uns. Gegen den Emir Al-Mansur, den Fetten. So, einer meiner Söhne ist gerecht geworden. Und gegen Das Haik. ist okay, aber. Das ist So, gut. liebe Tochter. Ah, sehr schön, sehr schön. Die hat immer noch keine Ambition. Was ist mit dir, Tochter? Willst du nicht mein Spymaster werden? Wieso sollte sie das wollen? Das ist ein gefährlicher Job und du schickst sie nach Byzanz. Ich meine, yay, wir sind im Kampf. Mal schauen. Wenn ich sterbe, übernimmt mein Sohn. Dann habe ich automatisch gleich fünf Du Provinzen. bist der mit 2000 gegen 4000. Yep, und wir sind die 4000. Ah, gut. Ich höre Pfeile fliegen. Wir gewinnen. Autsch, das tut weh. Das ist gut, dass das weh tut. Mein Emir muss mich jetzt lieben. Ja. Oh, wir haben 400 Leute verloren, ja 1400, das ist okay. Damit kann ich leben. Gratuliere. Oh, ich So. habe, glaube ich, sogar die Dings, die Magyar Migration. Ja, die interessiert mich nicht wirklich, die ist am Balkan. Ich vielleicht nicht, aber die Magyaren wahrscheinlich schon. Durch das das morgen frei ist, sind meine Kinder noch wach. Im Übrigen, falls du im Ich Hintergrund habe sie irgendwelche Kinder gerade hörst. gehört, ja. Das heißt, Ja, deswegen bist du so pünktlich heute gewesen. ja, auch. Stimmt, ich musste sie nicht mehr ins Bett bringen. Was belagere ich da eigentlich, frage ich mich gerade. Es bringt Warscore, ist der Rest relevant. Weil es ist nicht ganz ausgemalt, das heißt, irgendwas muss ich belagern, aber so wie es Tochter, ausschaut. sei nicht so ambitionslos. Oh, sogar die Region, wie kann das sein? Ich habe die Siege gewonnen. Bin ich Ich glaube, ich gut? werde meine Tochter mit einem Höfling verheiraten. Naja, dann ist die andere Tochter, die im Knast ist, nämlich das zweite oder dritte Mal, soweit ich mich erinnere. Ja, da kommen ja noch einmal Leute. Das gefällt mir aber gar nicht. Na, dann gehst du mal daher, weil da kannst du nämlich das Zeug zurückerobern von deinem Sohn. Was ist mit deiner Tochter? Die will einfach nicht Spymaster werden. So, Naja. da will eine Zweitfrau Erstfrau werden. Das ist beunruhigend. Vielleicht hat sie keine Ambitionen dazu, Spymaster zu werden, meine ich. Da sind überall rote. Wieso sind da überall rote Armeen?
Ja, mein jüngster Sohn wird ein guter Diplomat werden, das sehe ich jetzt schon. Wo ist eigentlich die Armee von meinem Emir? Wo rennt der hin eigentlich, der Wappler? Verfolgt er diese 774 Mann? Ja, scheinbar. Es gibt an meinem Hof keinen heiratswilligen Kandidaten für meine Tochter, das kann nicht sein. Achso, ist sie noch zu jung? Das kann schon Also sein. ich ist sie noch zu jung. Nein, tatsächlich. Bist du ihre? Das hilft auch für den Warscore. Achso, nein, das ist ein anderer Sohn. Jetzt machen wir aber nicht, sage meine Tochter. Ich glaube, ich werde sie zum Spy Master machen, ohne die entsprechende Ambition. Ja, bitte, warum wartest du auf sowas überhaupt? Mein Sohn will Weil ein irgendwas von mir, Diplomat sie glaube ich. mehr oder weniger macht, einen Unterschied. Was? Ist egal. Mein Neffe hat eine Tochter gekriegt, interessiert mich nicht. Aha, ich darf sie nicht zum Spy Master ernennen, wenn nicht. Vielleicht geht das in deiner Kultur nicht. Meine Frau ist gerade Spy Master. Bin ich also Interessant. Vielleicht noch kannst du nur meine deine Tochter, das Frau ist zu doch sowas relativ ernennen. möglich. Nein? Achso, Kannst du deine da ist Frau eine. Tochter Meine Frauen heiraten? haben alle hohe Intrig, das beunruhigt mich ein bisschen. Okay. Mein Bruder ist eigentlich als Diplomat nicht schlecht. Er hat nochmal die Beziehungen verbessert. Aber ich glaube, wir sollten ihm was anderes aufgeben mal. Vielleicht sollte ich ihn woanders hinschicken. Meine Beziehungen verbessern. Reclaim würde ich nicht fabricaten. Oh je. Ich habe ein Advancement gekriegt. Mein Spy Master ist auch supi. Ich liebe ihn. Tochter, du machst mir Sorgen. Jetzt will sie heiraten. Das ist ihre Ambition. So, ich werde sie verheiraten mit einem alten Knacker. Irgendeinen alten Knacker, das ist lieb von dir. Das freut sie sicher. Ah, verstehe. Mein Emir hat die Leute weiterhin auseinandergenommen. Finde ich gut. Er tötet ein paar Truppen. Ah, soll es sein. Also ich werde meine Tochter jetzt erneut um 26 Schilling auslösen. Was, sie ist schon wieder gefangen? Nein, noch immer. Das zweite oder dritte Mal jetzt. Und ich werde in dem Moment, wo ich sie auslöse, ist sie gleich wieder gefangen. Ach, nein, nein, nein. 26, das ist zu groß. Warum ist Bitte, meine bitte, State Tochter. Stewardship gesunken? Meine Stewardship gesunken? Bin ich alt geworden? Kann das daran liegen? Die State Stewardship kann auch sinken, wenn deine Frau schlechter wird, zum Beispiel, oder wenn dein Nein, Berater nein, weg nein, ist. nein, nein, meine Stewardship ist gesunken. Vorhin hatte ich zwei, jetzt habe ich nur noch eins. Ich habe nämlich gerade nachgeschaut, weil ich plötzlich nur noch zwei. Meine Domain-Size nur noch 1 ist und nicht mehr 2, so wie vorhin, Ja. was ich nicht gut finde. Was heißt, Protocol is Ähm, no longer in so, sync. deine Verbindung ist abgerissen. Wahrscheinlich, weil mein Sohn gleichzeitig spielt. Ich glaube, ich werde ihn ins Bett schicken. Aber hören tust du mich offensichtlich noch. Bin ich Ich noch höre im dich. Skype-Verbindung Spiel? funktioniert. Ich meine, ich habe das Spiel noch da. Hast du mich verloren? Es stand bei mir auch, dass du no longer in Sync bist. Also ich nehme mal an, wenn ich jetzt umpausieren würde, würdest du die Spieldaten nicht mehr kriegen, die sich jetzt weiterentwickeln. Interessant.
Interessant. Warte mal ganz kurz. Sohn, hattest du nicht gesagt, dass du müde bist? Geh ins Bett. Nein, du musst nicht ins Bett gehen. Es ist nur das Internet bei mir ein wenig langsam geworden dadurch, dass alle spielen heute. Ich nehme mal an, die andere Tochter spielt auch. Es sind, glaube ich, derzeit 5 Computer gleichzeitig mit dem Internet verbunden bei uns. Nehme ich mal an. Ja, das könnte das ein bisschen einschränken, dann Verbindung. Ich finde es sowieso faszinierend, dass das noch funktioniert. Aber dreh mal weg von der Pause. Oder hast du abgespeichert? Ich werde jetzt mal speichern zwischendurch. Weil wenn du dann entpaust, dass wir schauen, ob es weitergeht oder nicht. Wie schon gesagt, es schaut so aus, als wäre ich noch da, aber. Und ich anpause jetzt. Yep. So. Oh, schaut gut aus. Bei mir ist auch anpaust worden. Super, in dem Moment, wo ich anpause, kriegt mein ältester Sohn und Thronfolger eine Tochter. Das ist schön für dich oder Ah, für deinen nein, Sohn. nein, nein, falsch, mein Bruder hat One eine of your Tochter beloved bekommen. wives Das ist ja krass. covets the position of first wife and has been trying to woo you into elevating her to that status. Huch, wir haben eine Belagerung gewonnen. Sehr gut. Ich Das hatte ich auch muss gerade. mich. Sowas wird abgeschmettert, ganz grundsätzlich. Meinst du? Aber Ja. vielleicht ist sie hübscher und netter. Nein, ist sie nicht. Wäre sie schon deine Erstfrau? Ja, stimmt, du hast recht. Das Nette ist, der Computer scheint nicht besonders klug zu sein, was die Kriegsführung betrifft. Er hat diese ganzen Truppen alle getrennt, weswegen mein Emir, der fast 3000 Mann hat, eine Truppe nach der anderen töten kann. Weiß ich nicht, ob Na es klappt. toll. Jetzt ist Biha Kitche Mihamed, meine begabte Tochter, Oh. die nicht Spymaster werden kann, deprimiert. Wir haben noch einen dritten Krieg bekommen. Hast du den auch? Den Bukhari Conquest of Isfahan? Ja. Das heißt, das ist einer, der das ganze Kalifat betrifft. Das taugt man nicht. Isfahan ist nämlich ziemlich in der Nähe und diese ganzen Typen sind auch ziemlich in meiner Nähe. Ja, aber bei Bukhara machen wir wenig Sorgen, muss ich sagen. Naja, ich weiß nicht, hat der Kalif noch Tausend. Truppen? Oder meinst du, es ist wurscht, wenn sie jetzt Isfahan erobern? Yay. Auf jeden Fall kümmere ich mich darum, dass die Revolte abgeschmettert wird. Immerhin habe ich was zurückerobert von denen. Was ist das? Irgendjemand hat irgendetwas erobert. Irgendwo. Finde ich gut. So, was sind das da für die Truppen? Dort am 13. Juli. Das wäre natürlich schön, wenn wir da genau da hinkommen, wenn die weg sind. Warte mal. Na, vielleicht lassen wir das doch. Könnten wir sagen, ah. Ich werde meinen Kalifen weiter meinen Emir weiter unterstützen, indem ich anfange, da jetzt irgendwelche kleineren Armeen zu zerstören, wenn es geht. Immerhin, in unserem Krieg gegen Al-Musa sind wir schon auf 81%. Ich überlege gerade, ob ich auch was verlangen kann in dem Krieg. Offered to join war. Warte mal. It's a well-known fact that you have completed the Hajj and thus shown your submission and devotion to Allah. Schau an. It was my duty. Okay, ich krieg jetzt plus 25 Pietät, weil ich irgendwann mal auf die Hajj gegangen bin.
world is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors have reached you that people are conspiring to kill your daughter. Nein, this is worrying. Das ist wirklich worrying. Ich will nicht, dass meine Tochter. Ich bin Skilled Diplomat geworden. Das ist viel wichtiger als deine Tochter. Was, du oder dein Sohn? Nein, ich selber bin im reifen Alter von 36 noch Skilled Diplomat geworden. Das ist das Zweitbeste, was gibt. Und wo sind die, wo ist dieser Plot? Ich weiß, dass es diesen Plot gibt, aber der ist nicht da. Hm, interessant. So, und ich habe ein paar Truppen getötet. Und ich glaube, ich töte gleich noch ein paar. Oh. Ich bin depressed geworden. Ich führe zu viel Krieg, offensichtlich. Ich glaube, ich bin kurz vorm Tod. Wie alt bin ich eigentlich schon? 51? So alt bin ich noch gar nicht. Ich habe noch einen Kampf gewonnen. Oh! Mein Emir versucht einem anderen Kuldenscheich per Intrige, also per Plot, sein Scheichtum wegzunehmen. Und ich werde ihm jetzt eine diplomatische Message schicken, dass er doch diesen Plot beenden möge. Und überraschenderweise macht er. Nein, aber er wird es machen, steht hier. Ich werde es jetzt ausprobieren. Okay. So, mein Sohn hat mal wieder jemanden verprügelt. Das ist gut so. Warte mal. Hier ist irgendwas. Was ist da passiert? After being convinced by the court imam from another county, I have decided to convert to the Sunni faith. Your humble servant. Was? Einer von meinen Courtiers ist Sunnit geworden. Ist das gut oder schlecht? Gut, du bist ja auch so mit. Das ist okay. Damit kann ich leben dann, wenn es gut ist. Hast du pausiert? Ja. So, ein paar Dinge haben sich bei mir ereignet. Okay. Nichts wirklich wichtig, aber doch erzählenswert. Mein zweiter Sohn ist ein bisschen aufbrausend. Allerdings werde ich werde ihn ein bisschen ermutigen, geduldiger zu sein. Mal schauen, ob das funktioniert. Tu das. Ja, er ist geduldig geworden. Das ist sehr gut. Dann hat mein Spy Master, das ist meine Frau, nachdem meine Tochter das nicht werden darf, neues Wissen aus Konstantinopel mitgebracht. Und zwar... Das Wissen aus Konstantinopel. Verdammt. Kulturellen Fortschritt, den ich momentan nicht brauchen kann. Und tatsächlich hat mein Emir seinen Plot beendet, nachdem ich ihn aufgefordert habe dazu. Überraschung. Naja, gut, das sind Neuigkeiten aus Mein Spymaster hat tatsächlich militärischen Fortschritt gebracht und das nutze ich, um meine Kavallerie auf Level 2 zu bringen. Das ist gut. Dadurch ist meine Kavallerie stärker. Nicht, dass ich viel Kavallerie hätte. Aber sie ist stärker. Ja, sobald ich militärisches Wissen habe, kann ich auch einige Dinge auf Level 2 bringen, ja. Momentan ich habe ein wenig Kavallerie, also ich bin immerhin auf vielleicht 200 Mann Kavallerie habe ich in meiner Armee. Ah nein, 150 sind's. Ah nein, Blödsinn, 300 sogar. Ich habe die Heavy und die Heavy und die Light Cavalry sogar getrennt voneinander abgebildet. Sogar 300 Mann leichte Kavallerie. Nicht schlecht. Die sind jetzt auf jeden Fall etwas stärker als vorher. Mhm. Ja, aber die Haupttruppen sind natürlich trotzdem meine, wie heißen sie? Ja, ich schon wissen. Okay, gut, es gibt Neuigkeiten. Ach so. Nein, wir machen nicht weiter. Eine Neuigkeit? Das habe ich jetzt erst festgestellt. Ja, eine ziemlich wichtige. Ein großer Kurdenaufstand in meinem Emirat. In deinem Emirat? Ja. Wie das? Interessanterweise rebelliert derjenige, gegen den mein Emir seinen Plot gehabt hat, den er gerade beendet hat. Nein, der Scheich ist gar kein Kurde mehr, der ist inzwischen Atari. Das ist. Was auch immer für eine Kultur. Okay. Eine iranische Kultur. Und. Ja, er mit seinen zwei Scheichtümern, die er hat. Warum hat er zwei Scheichtümer?
Der Atari hat nur ein Scheichtum. Der Aufstand Nein, hat. Scheich. Scheich Hissen auf Mukan. Der hat nur ein Ja, genau. Scheichtum. Dein Emir hat Pilan und zwei Mukan. Scheichtümer. Ja, also Scheich Hissen hat zwei Scheichtümer. Nein. Der Emir hat ein Emirat und zwei Scheichtümer, ja. Und der Scheich Hisen hat nur Scheichtem auf Mukan, sonst nichts, zumindest laut Ja, meiner und von Dings. Pilan auch. Pilan hat er auch. Sonst sind wir nicht in Sync. Offensichtlich sind wir nicht in Sync, weil bei mir hat er nur ein Scheichtum, der Scheich Hisen auf So, Mukan. jetzt werde ich mal auf den Monitor schauen. Das kann ich nämlich nicht Schau, glauben. da, der Scheich Hisen auf Mukan hat nur ein Scheichtum. Tatsächlich. Vielleicht ist er verbündet mit irgendeinem und sie sind zu zweit im Nein, Kampf. nein, 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 nein. Ich habe ihn selber mit zwei Scheichtümern und einigen Moscheen, Vilayas. Ja, zwei Vilayas und drei Moscheen hat er auch noch bei mir. Das ist weird. Das ist interessant. Also bei mir hat er diese, ich meine, er hat zwei Städte und eine Moschee scheinbar in seiner Provinz, aber. Achso, was ist das? Nein, sogar noch eine Dings, noch eine Burg. Ja, na gut. Schauen wir mal, wie der Krieg verläuft. Okay, ich antworte. Und wir haben noch eine Schlacht gewonnen. Ausgezeichnet. Okay, gegen 11 Leute. Ich muss zugeben, das war jetzt nicht so herausfordernd. Das sind 19. Ha, die könnten wir auch angreifen. Wir sind so mutig. Wir greifen Armee mit 19 Typen an. So, ich biete meinem Emir jetzt an, dass ich ihm helfe, diesen Aufstand niederzuschlagen. Allerdings werde ich nicht wirklich dabei sterben. Du wirst nicht wirklich gebraucht. Oh, ich darf diesen Krieg Kannst du, nicht glaube ich, beitreten. nicht. Ah, man kann das Doch, machen. ich tue es gerade. Ach ja, So, das kann man auch ich trete machen. diesen Krieg jetzt bei. Ich habe dem geholfen, ohne dass ich dem Krieg beigetreten bin. Bist du arg? Aber ich bin ihm jetzt auch beigetreten, Oh, meinem Krieg. der alte Knacker, mit dem ich meine Tochter verheiratet habe, hat nicht sehr lange gehalten. Jesus. Revolt has declared Second Alabasi Revolt. League Independence won. Was? Das ist im Wesentlichen Zypern versucht, sich unabhängig zu erklären. Okay, ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir brechen auseinander, oder? Nein. Noch nicht? Naja, irgendwann einmal wird das auseinanderbrechen, das Moment Ganze, weil. einmal. Doch, doch, weil wir haben, glaube ich, uns auch wieder unabhängig erklärt. Und zwar Ja, wir. ich sehe gerade, du bist bei der Revolte dabei. Ja, okay, Das ist nicht gut. Zypern. Okay, das heißt, es laufen jetzt zwei größere Revolten. Der eine betrifft Jordanien und die andere betrifft Zypern und im Wesentlichen dein Emirat. Ja, genau, mein Emirat und Zypern gehört auch dazu. Ah ja, stimmt, Zypern gehört auch dazu. Bist du irre? Ja, das Aber ist jetzt wirklich Chaos. immerhin haben wir dadurch viele unserer Kriege verloren. Ich habe jetzt nur noch zwei Kriege stehen anstatt vier oder fünf. Weißt du, Kriege verlieren heißt etwas anderes, als du jetzt gerade gemeint hast, Ja, wie üblich. ich weiß, ich weiß. Du bist Kriege losgeworden, würdest du Ja, ich sagen, bin ne? Kriege losgeworden, du hast vollkommen recht. Aber wir sind dafür jetzt nur noch auf 51% gegen Al-Musa, was ich So, nicht also richtig ich bin in finde. vier Kriegen und glücklicherweise interessiert mich keiner davon wirklich. Das stimmt nicht. Die beiden größeren Revolten schon, aber ja, die sind doch geografisch weiter weg von meiner Herrschaft. Ja, also ich bin ja der Meinung, das Abbasidenreich sollte auseinanderfallen. Naja, der neue junge Kalif ist ja nicht so wenig versprechend. Ja, er ist neu, Hat jung bis jetzt noch und keine Hirnschäden gezeigt. ja, das mag schon sein. Aber er ist noch sehr, sehr jung. Ja, und er stottert. Ja, Noch. und er hat ein
einen riesen Schuldenberg. Ein Imperial ja, genau. Decay ist jetzt zwischen 60 und 69%. Und was hat er noch? Ja, Sein Reason Prestige 16. ist negativ. Sein Startschatz ist negativ, wobei das ist, er ist ja praktisch seiner Zeit voraus. Das ist ja in ein Ja, paar das stimmt, Jahrhunderten das üblich. stimmt. Du hast nicht ganz unrecht. So, auf jeden Fall werde ich jetzt meinen Grand Vizier wieder woanders hinschicken. Und zwar wieder zurück zum Emir. Weil, um ehrlich zu sein, warum sollte ich dem Kalifen Honig ums Maul schmieren, wenn ich Krieg mit ihm führe? Was sind das für welche Typen? Weißt du, was mich echt irritiert? Jetzt habe ich die ganze Zeit keine einzige Truppe von unserem Kalifen gesehen und jetzt, wo wir uns unabhängig von ihm erklärt haben, rennen da plötzlich 2300 Maxeln rum von ihm. Wo kommen die her? Na gut, machen wir weiter. Ja. Beziehungsweise nein, machen wir nicht weiter. Ich drehe jetzt meine Aufnahme ab. Ich sage Tschüss zu meinen Zuhörern und Zuschauern. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann.